Ja, herzlich willkommen bei Aktienlust TV. Ja, wir propagieren ja immer an Sie, wegzugehen von Geldwerten wie dem Sparbuch, Kapitalbildende Lebensversicherung etc. und sich mit Sachwerten zu beschäftigen. Weil natürlich die Geldwerte werden inflationiert, Geld wird gedruckt, Geld wird immer mehr, verliert an Wert, die Notenbanken pumpen Milliardenbeträge monatlich in den Kreislauf, ja, um auch diese Schuldenberge irgendwie zu kompensieren. Das senkt natürlich per se den Wert von Geld und erhöht gleichzeitig den Wert von Sachen, von Sachwerten. Dinge, die eben selten sind, Dinge, die nicht beliebig multiplizierbar sind, wie zum Beispiel eben Immobilien, die genießen einen hohen Stellenwert als Sachwert. Aktien natürlich auch, Unternehmen, die haben eine begrenzte Anzahl an Aktien, die den Wert eines Unternehmens widerspiegeln und natürlich auch Rohstoffe, ja. Alle Rohstoffe dieser Welt sind nicht unendlich verfügbar. Ja? Und gerade die Rohstoffe, die man natürlich im industriellen Bereich ganz dringend benötigt, die steigen per se immer weiter im Preis, weil natürlich die Förderung immer aufwendiger wird, immer kostspieliger wird. Und ein Metall, was da unverzichtbar mittlerweile ist oder schon lange unverzichtbar ist, ist natürlich Kupfer. Kupfer finden Sie in allen Maschinen, in Autos, egal, in allen Bereichen der Industrie wird Kupfer benötigt. Und das hat natürlich den Preis in den letzten Jahren explodieren lassen. Sie sehen es hier im Chart. 2003 lag der Kupferpreis noch bei 1600 Dollar, aktuell bei 6300 Dollar. Und wir befinden uns hier wieder in einem Bereich, wo es sich wieder lohnt, sich damit zu beschäftigen. Sie sehen die Delle in 2008, damals natürlich die große Finanzkrise, die natürlich auch ja ein paar Crash-Propheten auf den Plan gerufen hat, Weltwirtschaftskrise, es wird nichts mehr produziert und so weiter und so fort. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass die Unternehmen erstmal Lagerabbau getätigt haben. Sie haben sich nie neu eingedeckt mit Kupfer, sie haben erstmal mit dem gearbeitet, was sie auf Lager hatten. Das hat den Preisverfall natürlich damals beschleunigt. Aber dann natürlich, man hat gesehen, das Rad dreht sich weiter, man hat wieder Kupfer gekauft, natürlich dann auch wieder auf Lagerhaltung. Wer weiß, was wiederkommt. Das hat den Preis sogar auf neue Rekordniveaus getrieben. Zuletzt ging es wieder bergab. Das ging eben auch wieder einher mit einem Abbau der Lagerhaltung, ehe es eben seit 2017 auch wieder, 2016, 2017 auch wieder nach oben geht. Wir haben klar gerade eine kleine Delle, aber das sehe ich als gute Chance für Sie da. Aber ja, wie investiere ich jetzt in Kupfer? Natürlich können Sie das direkt machen. Es gibt auch Kupfer-ETFs. Das sind praktisch, oder ETCs nennt man das in dem Fall, das sind praktisch Produkte, die den Rohstoff physisch darstellen. Ja, muss man ein bisschen Erfahrung haben, aber es geht auch einfacher und noch effektiver. Wir haben nämlich in Deutschland ein Unternehmen, was eben die größte Kupferhütte Europas ist, Aurubis. Und wenn Sie sich die Aktie hier mal anschauen, auch hier sehen Sie die Aktie in den letzten Jahren immer wieder schön im Kurs angestiegen, einhergehend mit dem steigenden Kupferpreis, einhergehend mit der steigenden Nachfrage. Zuletzt eben in der Konsolidierung von 85 Euro auf 65 Euro, das finde ich ein ordentlicher Rabatt. Man nähert sich jetzt auch dieser technischen Unterstützung und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, hier sich Positionen ins Depot zu legen. Natürlich auch Aurubis zahlt eine attraktive Dividende mittlerweile. Das ist eine tolle Möglichkeit, eben zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also man hat einerseits eine Aktie, aber andererseits im Grunde genommen auch ein Rohstoffinvestment. Finde ich sehr attraktiv als Beimischung für ein breit diversifiziertes Portfolio. Also Aurubis ist sicherlich ein Blick wert, zumindest meine Meinung. Demnächst hier wieder mehr auf Aktienlust TV, Ihr Jürgen Schmidt.